Herbstzeit ist Kulturzeit. Im Rathaus am Stetten wurde das Programm für die kommenden Kulturwochen präsentiert. Es freut mich besonders, dass wir heuer die Kulturwochen wieder angesetzt haben. Im Vorjahr haben wir sie leider nicht abhalten können. Mir ist wichtig, dass die Kulturwochen, wir haben Künstler im Boot, die was auch im Vorjahr gespielt hätten. Das sind wir den Künstlerinnen und Künstlern schuldig und die sind auch heuer wieder im Programm vertreten. Es sind dies regionale Künstlerinnen und Künstler, nationale Künstlerinnen und die regionalen Vereine. Und es freut mich ganz besonders, dass wir ein buntes Programm gestaltet haben. Da auch ein herzliches Dankeschön an die Elke Strauß, die Hanna Glömüller, die was im Hintergrund da wirklich sehr, sehr intensiv daran gearbeitet haben. Und ja, die Kulturwochen beginnen mit 6. November in der Bölzhalle und es wird aufsingen der Chor aus unserer Partnerstadt Bergene. Der Theaterverein Tesaster wird ein lustiges Stück präsentieren. Die sind ja sonst auch immer präsent bei den Kulturwochen. Wie gesagt, die Amstettener Chöre sind Teil der Kulturwochen. Die österreichische bekannte Schauspielerin Pia Barisch wird mit einer sehr hochkarätig besetzten Band im Mozart auftreten. Das ist sicherlich auch ein Highlight. Aber wie gesagt, jede Veranstaltung ist ein Highlight für sich. Die Kirmgalerie wird wieder ihre Türen öffnen. Es gibt eine Ausstellung. Also jede Veranstaltung ein Highlight für sich. Insgesamt sind es 15 Events. Außer den gedruckten Programmen gibt es auch Online-Informationsmöglichkeiten. Also auf der Homepage www.amstetten.at gibt es Informationen. Karten kann man sich reservieren im Kultur- und Tourismusbüro. Und genau, also kommen, Karten besorgen und unter Einhaltung aller Auflagen werden wir eine schöne Kulturwoche oder besser gesagt zwei schöne Kulturwochen erleben dürfen. Der Start der Kulturwochen in Amstetten ist am 6. November.